Tolle Empfehlungen aus dem Allgäu, die gibt's heute wieder hier bei uns in der Sendung. Damit herzlich willkommen bei Tipps und Trends. Ja, wenn ich zum Friseur gehe, sind drei Sachen für mich wichtig. Der Preis muss stimmen, genauso wie die Qualität. Und ganz besonders wichtig ist, ich muss mich wohlfühlen. Ein gutes Beispiel, auf das all diese Punkte zutreffen, ist Art of Hair in Durach. Das Ziel dort, den Kunden so richtig zu verwöhnen. Und damit machen sie jeden Besuch zu einem Highlight. Das Art of Hair in Durach ist viel mehr als nur ein einfacher Friseursalon. Klar, schöne Haare bekommt man hier auch. Und zwar vom einfachen Schnitt bis hin zu aufwendigen Steckfrisuren. Dass die Kunden hier zufrieden sind, zeigt sich daran, wie lange sie sich schon der Friseurmeisterin und ihrem Team anvertrauen. Mein Geschäft habe ich seit 16 Jahren und wir haben sehr viele Stammkunden. Und klar, Hochzeiten haben wir auch sehr viele. Wenn man sich mit der Inhaberin und den Mitarbeiterinnen von Art of Hair länger unterhält, dann kommt ein Wort besonders häufig vor: Service. Konkret fängt dieser Service bei einer dampfenden Tasse Kaffee an und hört bei einer verwöhnenden Handmassage noch lange nicht auf. Das ist bei uns eine Zusatzleistung, dass sich bei unserem Kunde sehr wohl fühlt, dass er nicht, wenn er eine Haarfarbe ist, dauert doch 2,5 Stunden oder Dauerwelle, dass er nicht nur vor seinem Spiegel sitzt, da wird er dann mit Touch-Over, das schminkt, leichtes Schmink-Make-up halt, oder mit der Handmassage, dass er eigentlich die Einwirkzeit verkürzt. Außerdem bietet Art of Hair professionelle Nagelpflege an. Ein echter Geheimtipp sind die Gesichtsbehandlungen. Egal ob Mann oder Frau, mit einer gesunden und reinen Haut fühlt man sich einfach besser. Ob Haare, Haut oder Nägel, bei Art of Hair in Durach gibt es für alle Aufgaben die richtigen Spezialisten und ein freundliches Lächeln. Manchmal geht's leider ganz schnell. Das Smartphone fällt im Freibad ins Wasser oder rutscht aus der Hand und zerschellt am Boden. Ärgerlich, denn die Geräte sind meistens sehr teuer. Außerdem gehen so oft Bilder und Videos verloren, die man auf dem Handy gespeichert hatte. Experte für die Datenrettung und die Reparatur der Smartphones ist die MediaBox in Kempten. Die MediaBox in Kempten entwickelt sich ständig weiter und ist heute, nach mehreren Umzügen, in der Bodmannstraße 13 angesiedelt. Angefangen hat die MediaBox mit der Reparatur von Smartphones und Tablets. Seit über einem Jahr reparieren die Technikprofis nun zusätzlich auch Laptops und Desktop-Rechner. Tom ist der Experte, wenn es um Computer geht, und ein kompetenter Berater für die Kunden. Seit über 10 Jahren repariert er schon Rechner. Aber nicht nur bei kaputten Festplatten, Grafikkarten und Displays kann Tom helfen, sondern auch, wenn das Betriebssystem mal wieder nicht mehr starten will. So viel Know-how braucht eine große Werkstatt. In den alten Räumen war einfach nicht mehr genügend Platz dafür. Nachdem in der Bodmannstraße 13 die Räumlichkeiten vom ehemals Sirius frei geworden sind, haben wir uns dazu entschlossen, diese Räumlichkeiten zu beziehen. Sie waren für uns sehr passend, von der Größe, von der Aufteilung her. So konnte Ramadan Behabi jetzt auch Ibrahim, einem syrischen Geflohenen, einen Ausbildungsplatz anbieten. Er ist nun einer von 3 Azubis. Dem Chef ist es wichtig, seinen Mitarbeitern selbst das Handwerk des IT-Systemelektronikers zu vermitteln, denn so kann er sich absolut sicher sein, dass die Qualität der Arbeit stimmt. Grund für den Erfolg des Unternehmens ist unter anderem eine spezielle Lötstation. Damit ist MediaBox einer von nur sehr wenigen Betrieben in Deutschland, der in der Lage ist, Lötarbeiten an Smartphones erfolgreich auszuführen. Bei uns geht's jetzt gleich weiter mit Informationen rund ums Haus. Bauen für die Zukunft mit Brefa. Bei uns ist Ihr Projekt in meisterlichen Händen. Willkommen bei Bauen für die Zukunft mit Brefa. In den nächsten Monaten wollen wir Ihnen an dieser Stelle Hinweise geben rund um Immobilien, Bauen und Wohnen. In unserer ersten Ausgabe stellen wir Ihnen die Unterallgäuer Firma Brefa aus Worringen vor. Die Baufirma hat einen hervorragenden Ruf und wurde erst kürzlich als eine von Bayerns Best 50 Unternehmen ausgezeichnet. Seit 2009 gibt es die Firma Brefa. Seither ist das Unternehmen mit Sitz in Worringen im Unterallgäu beständig gewachsen. Inzwischen sind dort rund 150 Mitarbeiter beschäftigt, Tendenz steigend. Brefa hat sich auf die Planung sowie den Bau von schlüsselfertigen Immobilien unterschiedlichster Art spezialisiert. Und das vor allem im Allgäu sowie im süddeutschen Raum. Vom Einfamilienhaus bis hin zur Wohnanlage, die größte, die wir bisher realisiert haben, hatte 83 Wohnungen. Verteilt auf 6 einzelne sogenannte Blockhäuser. Ansonsten im gewerblichen Bereich sind wir sehr breit gefächert, von der Hotellerie über Kinos,
über Verbrauchermärkte, Hallen, die man dementsprechend nutzen kann, als Lagerhallen und dergleichen. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Wir sind, wie gesagt, breit aufgestellt und da sind wir schlüsselfertig als Generalunternehmer. Der Vorteil für den Käufer, er muss sich um nichts kümmern. Und der vereinbarte Preis ist immer ein Festpreis. Er bekommt am Schluss den Schlüssel, macht eine Abnahme, alles andere erledigen wir. Das heißt von der Planung, von der Umsetzung her, bis hin zur Erstvermietung, das ist auch eine unserer Stärken. Wir bieten jeden Investor an, ob er eine Wohnung kauft oder eine ganze Wohnanlage. Die Erstvermietung machen wir für den Käufer dementsprechend mit, kostenfrei mit. Schauen auch um die Hausverwaltung, schauen um den Hausmeister, was letztendlich bedeutet, ein rundherum Sorglospaket. Das verstehen wir unter schlüsselfertig. Sollte es beim Bau doch mal Schwierigkeiten geben, kann sich Prefa auf zwei Dinge verlassen. Die Größe der Firma und die langjährige Berufserfahrung ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Das hat große Vorteile, in einer größeren Firma zu arbeiten, wie die Firma Prefa, wo wirklich das Know-how hat, kurzfristig reagieren zu können. Gegenüber kleinen Baufirmen, man kann das auf verschiedenen Schultern verteilen. Und das ist halt der große Vorteil bei der Firma Prefa, dass wir so sehr gut aufgestellt innerhalb der Firma sind. Der Erfolg von Prefa beruht aber nicht nur auf der Bautätigkeit an sich. Er basiert auch auf der aktiven Suche nach interessanten Bauplätzen, die dann von den Unterallgäuern entwickelt werden. Grundsätzlich gibt es für uns immer zwei Möglichkeiten. Ein, weil wir bauen als Prefa Bauträger selber oder wir haben eben Privatinvestoren, die selber keine Möglichkeit haben, an ein Grundstück zu kommen, die einfach eine Art Sorglospaket wollen, sagen, besorgt mir ein Grundstück, baut mir ein Gebäude drauf, macht mir die Erstvermietung und begleitet mir das 2 Jahre lang, bis ich die Wohnungen dann vermieten kann. Rund ums Sorglospaket, Festpreis und Qualität. Das sind Begriffe, die einem im Zusammenhang mit Prefa immer wieder begegnen und auf die man hier allergrößten Wert legt. Vermutlich verbergen sich dahinter einige der entscheidenden Gründe, weshalb an Sie einer der wichtigsten bayerischen Wirtschaftspreise kürzlich verliehen worden ist. Und bei mir ist heute ein Teil der Familie Breher, Gerhard Breher, Geschäftsführer der Firma Brefa, und Kevin Breher, ebenfalls ein Teil der Geschäftsführung. Hallo und herzlich willkommen. Herr Breher, Sie haben im vergangenen Jahr die Auszeichnung vom Bayerischen Staatsministerium bekommen, Bayerns Best 50. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung und wofür bekommt man sie eigentlich? Ja. Sie bedeutet uns sehr, sehr viel, weil es ist nicht alltäglich, dass man so eine Auszeichnung bekommt. Darüber hinaus waren die ganzen Branchen in einen Topf geschmissen und daraus gibt es im Prinzip diese Ehrungen. Das heißt, nicht nur die Baufirmen, sondern alle sind damit inkludiert. Und für uns bedeutet das, sagen wir mal, sehr viel. Und zwar nicht nur für uns jetzt als Geschäftsführung, sondern natürlich für das ganze Team, weil das Team hat das Ganze ja letztendlich auch erreicht. Ausgezeichnet wird man dafür, dass man die letzten Jahre unter die Lupe nimmt. Wie hat sich eine Firma entwickelt? Entwickelt im Bereich des Umsatzes, im Bereich der Mitarbeiterentwicklung, aber auch, es werden Kriterien mit zugrunde gelegt, wie ist auch die Gewinnsituation. Weil es ist ja nicht nur so, Umsatz ist das eine, aber die Wirtschaftlichkeit ist was anderes. Also es ist ein relativ großes Prozedere, das bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wird und nach diesen Kriterien wird dann ausgewählt und da bekommt man dann eine Auszeichnung oder eben auch nicht. Kevin, Sie sind sicherlich auch sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ja, selbstverständlich. Ist ja auch nicht der Verdienst meines Vaters oder natürlich schon maßgeblich, aber auch nicht meiner, sondern der Verdienst des ganzen Prefa-Teams. Und das macht einen natürlich dann umso stolzer, wenn Bayerns Best 50 auch die Arbeit des ganzen Teams der vergangenen Jahre ehrt. Genau. Die Zuschauer interessiert sicherlich auch noch, wo steht denn dieser kleine Porzellanlöwe und wo hängt die Urkunde? Also der Löwe hat einen Ehrenplatz bei uns im Besprechungsraum. Da finden alle wichtigen Meetings und Termine statt, sodass er auch letztendlich sichtbar bleibt. Und die Urkunde hängt auch im Besprechungsraum, aber es gibt natürlich auch noch Kopien, die im Eingangsbereich hängen. Das wollen wir natürlich auch ein bisschen kundtun. Man möchte es natürlich auch zeigen, genau. Klar. Kevin, Sie sind auch in dem Unternehmen tätig und was glauben Sie, wofür steht das Unternehmen, dass eben auch Sie ausgewählt wurden für diese Auszeichnung? Ja, wir sind als einzigste Baufirma für die Bayerns Best 50 ausgewählt worden. Aus dem Grund glaube ich, dass wir in den vergangenen Jahren maßgeblich unsere
Umsätze und auch die Anzahl der Mitarbeiter steigern konnten. Aber auch, ich denke mal, dass der soziale Aspekt hier auch eine Rolle spielt für uns vor allem, da wir natürlich auf die Regionalität achten und auf die Förderung unserer Mitarbeiter. Und das alles zusammen, denke ich, hat uns zu dieser Ehrung geführt. Herr Breher, die Zuschauer fragen sich sicherlich auch, woher kommt eigentlich der Name Brefa? Also Breher ist eigentlich ganz klar für Bre, aber Fa, womit verbindet man das? Ja, einmal Breher, wie schon angesprochen, und Fackler. Aus dem ergab sich der Name Brefa. Und der Herr Fackler ist dann im Jahre 2011 aus dem Unternehmen wieder ausgeschieden. Das heißt, ich konnte seine Anteile erwerben. Aber wir arbeiten nach wie vor sehr erfolgreich zusammen. Also auch mal eine Trennung in Anführungsstrichen mit sehr guten Rahmenbedingungen. Kevin, für Sie, wie ist es denn in dem Familienunternehmen zu arbeiten, als Sohn sozusagen? Ist es schwierig oder eher angenehm? Also ich muss sagen, es ist äußerst angenehm. Ich kenne es aus anderen Familienbetrieben, wo der Übergang oder auch die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn manchmal nicht so einfach ist. Da muss ich sagen, habe ich großes Glück. Wir verstehen uns geschäftlich wie privat außerordentlich gut, was für mich natürlich auch von fundamentaler Wichtigkeit ist, was dann auch die Unternehmensnachfolge irgendwann mal angeht, da ich weiß, dass dementsprechend das Engagement und auch Herzblut drinsteckt und deshalb macht es mir natürlich umso mehr Freude und umso mehr Spaß, Teil der Firma Brefa zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das nette Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, noch der Hinweis auf die Immobilie des Monats. Für die Zukunft mit Brefa. Bei uns ist Ihr Projekt in meisterlichen Händen. Vielen Dank, Kathi, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein.